So, willkommen zurück zu Let's Play ActRaiser. Wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Haben ja Bloodpool bereinigt. Und müssen jetzt mal schauen, was zu tun ist. Wenn ihr euch daran erinnert, Bloodpool wurde vom Bösen befreit, aber die Menschen in Bloodpool zicken rum. Blöd. Schauen wir also, wo es uns jetzt als nächstes hin treibt. Casanova wäre möglich. Oder Aitos. Genauso da oben, diese Eiswelt North Wall. Gehen wir zuerst nach Casanova. Das klingt am nettesten. So, observe the people. Ach, verdammt, funktioniert hier nicht. Also, fight monsters. Ja, wenn wir alle Monster zerstören, können die Menschen hier wieder leben. Hey, wuhu. Super. Schauen wir doch mal, was passiert. Das übliche Bild bietet sich uns jetzt garantiert wieder. Blitz vom Himmel. Tada! Statue beseelt. Yay! Und wir sind da. Piu, piu. So, lange nicht mehr gespielt. Mal schauen, was noch übrig geblieben ist vom nicht vorhandenen Skill. Darüber. Au. Ja, es geht schon los hier. Lustig natürlich, dass immer noch die gleichen blauen Goblins auf uns warten, wie überall woanders. Und Feuer. Au. Ja, okay. Das, wenn ich den treffen würde, würde ich es auch tot kriegen. Und auf diese Sprung. Au. Und auf diese Sprung passt es irgendwie nicht so einladend aus, aber das ist alles kein Problem. Denn selbst wenn wir failen, macht das ja gar nichts. Au. Blume. Ja, klar. Und es wirft auch noch ein Kaktusbällchen auf uns. Yay. Wir sind fast tot. Super. War eine tolle Entscheidung, nach Casanova zu gehen, wie ich das Gefühl habe. Aber da müssen wir durch. Immerhin sind wir Gott. Jetzt werden von unten beschossen, von oben beschossen und sind gleich tot. Yay! Indem wir jetzt einfach da reinspringen. Ja, das verlief nicht so optimal. Könnte auch mein Sub optimal. Aber diesmal wird natürlich alles besser. Alles. So. Zack. Gleich mal die Jungs hier erledigt und den ersten Treffer kassiert. Aber alles nicht so schlimm. Wir schaffen das schon. Wenn wir nicht in Kakteen reinspringen, wie wir gerade. Was soll's. So, abwart. Wenn ich irgendwie eine gescheite Taktik gegen diese Viecher hätte, würde ich sie benutzen. Aber mir fällt leider nichts Intelligentes ein. Und ich werde schon wieder verrecken. Ich sehe es schon. Komm. Ich sehe es. Noch lebe ich. Wenn jetzt hier irgendwo mal ein Apfel kommt, wobei, wo soll in der Wüste ein Apfel herkommen? Ah, zum Beispiel da, ja. Göttliche Kräfte sind überall. I is mighty, cause I is God. So. Und den da will ich auch noch. Kleinkriegen. Zack. Ab geht er, der Peter. Ja, ich wollte gerade sagen, die Pflanze ist weg, ist sie aber nicht. Schön. Schönes Ding. So, Ifrit weg. Wobei, für ein Ifrit ist das ja viel zu klein und pummelig, das Vieh. Und eine Höhle. Was erwartet uns wohl in dieser Höhle? Fliegende blaue Goblins. Yippie. Aber nicht so das Problem. Und Sprungpasse halten wir ein wenig. Aussehen, als wenn ich so nach dem Motto, fall dort runter und du bist tot. Das wird auch garantiert passieren. Ich werde es nicht ausprobieren, zumindest nicht freiwillig. Oh, neue fliegende Gegnertypen. Das sind zwei verschiedene. Nett. Ja, zuallererst danke natürlich für die ganzen coolen neuen Abonnenten. Einfach weiter das Wort verbreiten. Dass es einen total durchgeknallten Typen gibt, der sich eurem Willen fügt und jetzt playt, was ihr wollt. Naja, ganz so schlimm ist es auch nicht. Und ganz so durchgeknallt bin ich ja auch nicht im Vergleich zu einigen anderen, ne? Ich möchte nur an Funk Royal denken, den Meister des Let's Plays. Au! So. Ach ja, falls ihr es gesehen habt, Let's Play Challenge aus dem Forum. Da bin ich eine Runde weiter. Das nächste Level gibt es dann auch noch als Upload. Das ist eine Wasserwelt, das zackt ganz schön rum. Und irgendwie habe ich jetzt auch gerade nicht so viel hier zu erzählen, weil ihr seht, das ist immer das gleiche. Turm rauf, Turm runter. Nicht runterfallen, jetzt ist man tot.
da unten ist, naja, es könnte was sein, aber das gucke ich mir jetzt lieber nicht an. Dann falle ich eh nur wieder runter, wie bei Blackpool. Sorry nochmal dafür, dass es da keine, kein Voice zu gab, aber irgendwie war ich einfach zu blöd an dem Tag. Und habe vergessen, dass ich ja, wenn ich mit meinem Mischpult aufnehme, den Headset-Stecker umstecken muss. Kann passieren. Wird nicht nochmal passieren. Ist hier fast schon wieder passiert. Und, Endgegner, hallo. Hässliches, großes Vieh. Aua. Ich krieg gleich erstmal hier unseren magischen Stern auf den Kopf und ist fast tot, wie man sieht. Dann machen wir nochmal. Dann dürfte das wohl reichen. Zack. Weg ist er. Super. Das war ja dann leichter als gedacht gerade. Ja, also, Cassandra war anscheinend doch eine gute Wahl. Und Act 1, Cassandra clear. Sehr gut, so muss das sein. So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns die Leute zu erzählen haben. Denn es wäre ja nicht ActRaiser, wenn die Leute jetzt nicht sagen würden, oh, wir müssen mit dir reden. Aha. Wer hätte das gedacht? So, wir sehen hier also auch Wüste. Was können wir mit der Wüste machen? Garantiert, wenn wir Wasser draufkippen, fruchtbar machen. Und in Cassandra können die Leute jetzt leben. Und die Menschen möchten mit uns reden. Oh nein. Das ist Cassandra, eine Wüstenstadt. Bitte schicke Regen und wasche den Sand weg, damit wir die Felder kultivieren können. Alles klar, wissen wir also, was wir zu tun haben. So, natürlich müssen wir auch wieder Monster bashen, als kleiner, fetter Lausengel. Zack, 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 hier drauf, da. So, dann werden wir doch mal meinen göttlichen Regen ausschicken, wenn ich die richtige Taste drücken würde. So, zack. Regen in die Wüste. In der Zwischenzeit können die Menschen in Cassandra ja schon mal ganz cool einfach mal ihre Stadt vergrößern. Und zwar einmal hier so einen Kreis. Zack. Und wir schicken nochmal den coolen Regen auf die Wüste. Denn man sieht ja schon mal, dass irgendwo hier unter den Wüstenfeldern auch die Monsterbehausungen liegen müssen. Denn einige Monster ploppen ja einfach so aus der Wüste auf. Aber erstmal können wir den Weg frei machen, um an diese Behausung ranzukommen hier. Das heißt, noch die drei Felder da unten wegmachen. Und zack. Auf geht's. Teufel bashen, Fledermäuse bashen, einfach alles kaputt machen, was uns vor den Bogen kommt. Zack, zack, zack. Ja, was müssen wir also noch tun? Irgendwo. Ja, okay, dann rede ich mit mir. Einige Menschen sind in die Wüste gewandert und haben ihren Weg verloren. Bitte führe sie uns, bitte führe sie zurück zu uns, natürlich. Dann werden wir das auch tun. So. Erstmal aber Regen, Regen, Regen auf die Wüste. Ja, was bleibt jetzt zu tun in diesem Spiel? Wie wir festgestellt haben, sind die Menschen im Blackpool ganz schön angefressen. Blackpool, hallo. Wo auch sonst. Und wir müssen irgendwie friedlich stimmen. Und da oben ist ein Hommage an Haska, so wie das aussieht. Ihr wisst schon, dieses tolle Vogelding. War das bei Illusion of Time oder war das bei Secret... Nein, Terranigma oder so, wo das auch vorkommt. Ich glaube, das war Illusion of Time. Naja, wie auch sei. So, das ist ja gar nicht allzu spannend. Also Name nur einfach ein bisschen doof in der Gegend rum. Projekte, ja. ActRaiser wird fertig gemacht. Nach ActRaiser könnte dann Soulblazer hinterherkommen. Ist immerhin von der gleichen Firma. Erkennt man auch sehr gut an den Geräuschen, ne? Dass es halt viele Gleichheiten gibt. Und lustigerweise ist das auch so ein bisschen in Richtung Schöpfung und Sachen wieder auferstehen lassen. Und so hat was von Terranigma, würde ich sagen, aber gefiel mir damals viel, viel besser.